Und damit herzlich willkommen zurück zu Titan Quest 2. Genau. AKA Grimdorn, AKA jetzt gibt's Monster auf die Fresse. Oh ja, wir sind jetzt immer noch hier beim Lower Crossing und suchen hier nach wertvollem Loot, weil wir noch nichts haben. Ach, man konnte von hier aus auch rübergehen, okay. Oh Gott. Verschachtelt. Das hab ich doch extra noch gesagt. Ja, man kann doch die Karte noch drehen mit der mittleren Maustaste. Wieso lässt du das liegen? Was? Die. Okay, die Schüchen hattest du scheinbar schon aufgehoben. Ja, der Multiplayer ist noch ein bisschen buggy. Nee, bei mir lagen da keine Schuhe. Also bei mir lagen da Schuhe und ich habe sie aufgehoben und ich habe sie nicht gekriegt. Hast du sie vielleicht angezogen direkt? Kann sein, weiß ich nicht. Weil, wenn man kein Alter an der Stelle hat, wird es direkt angezogen, so wie in Titan Quest. Okay. Ich wusste nicht mal, dass es in Titan Quest so war. Ich habe auch jetzt das erste Artefakt, das. Wie nennt man das nochmal? Diese Essenzen da. Searing Ember. Habe ich einen von drei gefunden. Das macht, glaube ich, Feuerschaden. Ja. Hier ist ein Portal. Oh mein Gott. Burial Hill. Okay. Burial Hill. Burial Hill heißt sowas wie Todesfried, wie Todesberg oder Friedhofsberg? Burial ist Begräbnisberg. Ja, sag ich doch. Alter! Ich krieg Schaden. Ich hab ganz schön Schaden plötzlich. Ich auch. Ich achte die ganze Zeit auf deine Gesundheit anstatt auf meine. Warum? Weil ich da links oben bin? Ja. Was ist das? Ist es eine Höhle? Wollen wir da schon rein? Weiß nicht. Ich auch nicht. The Old Dump. Oh, Hundis. Der Heiltrank auf 9 ist auch ein bisschen scheiße, ey. Kannst du hier umlegen? Ja, mach ich gerade. Kannst du umlegen. Ich Flashbang auf 3. Obwohl, ich glaub, wir gehen da schon mal rein, oder? Okay. Das ist unsere Quest auch. Ah, wenn du da übrigens reingehst, gehst du, glaube ich, für uns beide da rein. Und du gehst alleine rein. Das hier sind ja diese ekelhaften Ether-Kristalle, die am wichtigsten. Oh mein Gott, fuck, ich bin. Oh mein Gott. Ich seh's. Das war knapp. Und ich hab keine Healer-Klasse dieses Mal. Okay, der Ether-Kristall ist kaputt, weil der spawnt auch neue Gegner. Ich muss mir gerade erstmal einen Heiltrank schlürfen. Ich glaube, jetzt heilen die Heiltränke jetzt sind auch so dauerhaft. Also nein, Instant Heal. Okay, hier lag noch bei mir ein Ätherkristall. Hab ich so gekriegt. Die Schuhe sind besser als meine, 32 Energie. Was kann man mit den Ätherkristallen machen? Verkaufen? Ja, für Crafting braucht man die und. Ja. Boah, schon wieder viel zu viele Sachen, Alter. Das ist alles so neu. Gelevelt? Das wollte ich nicht. Was, warum bin ich nicht gelevelt? Weil ich immer ein bisschen vor dir bin. Nein, das habe ich schon fertig. Jetzt nochmal. So. Und jetzt ist es nicht mehr so wie ein Tidequest, dass man immer. Ich glaube, wie viel hat man bekommen? 2 Punkte oder so? Ja. 2 Punkte hat man ja in Tidequest bekommen. Das hier ist der erste Bossgegner. Ja, in dem bin ich schon reingerannt, deshalb bin ich auch schon ein bisschen tot. Vorher hat man in Tidequest immer 2 Punkte zum Skill bekommen, da hat man immer 4 Punkte auf irgendein Skill verteilt und jetzt hat man halt einmal 8 Punkte. Was ich eigentlich nicht so gut finde, also das war in Tidequest besser, fand ich. So, ich hätte davon alles bekommen, weil ich cool bin. Das ist noch mein Health und mein Movement Speed höher, das setzen wir ein. Außer, dass ich einen Helm gekriegt habe und Scrap? Was ist Scrap? Scrap ist Müll, das und ist. Und noch einen Helm, brauchst du noch einen Helm? Ich kann die gar nicht benutzen, weil ich dafür was? Required Physic. Ah, okay. Was? Das kommt darauf auch an, das ist ja richtig assi. Da muss ich jetzt noch einmal in Physik skillen. Für meine gesamte Kleidung muss ich jetzt einmal in Physik skillen.
Oh, jetzt bin ich aber sexy. Brauchst du eine Jacke? Was für eine? 16er. Braucht man für die irgendwas? Nein. Dann nehme ich die. Liegt da. Oh, eine bessere Waffe? Die Hose kann ich noch nicht anziehen. Erstmal alles auf so einem so fallen gelassen. Oh, das, du hast eine 20er liegen lassen, eine 20er Jacke. Ich habe auch eine 20er mit 9 plus Offense Ability, Defense Ability und. Ach, ganzen Scheiß. Ich habe auch so ein Searing Ember gekriegt. Okay, und ich habe so noch eine Polished Emerald und einen Clipped. Eine Brauchst Chip? Du fürs Klar. nächste Level einen Helm? Wobei du müsstest den schon anziehen können, weil du hast ja Physik geskillt, ne? Ja, ja, mein Physik ist auf 100 fast. Ja, ich meine, das ist auf 62 und für den brauchen wir 69. Ne, meiner ist besser, meiner ist golden und hat, also hat dieselbe Dings, aber ist halt ein bisschen taubert okay. noch. Ich müsste demnächst mal verkaufen gehen. Oh, hier liegt noch Scrap Metal. Wo bist du? Weißt du, da lässt man in 2 Sekunden alleine und zack ist er weg. 2 Sekunden, weißt du, ich warte oh, schon eine Stunde oben. Wieder. Ich bring's hier oben und nicht da unten. Ja, ich hab den Kristall schon mal kaputt gemacht. Ich dachte mir, wenigstens einer von uns könnte produktiv sein. Ja, ich war ja produktiv. Weil hier unten war ja nichts mehr anderes, das wusste ich. Und deshalb bin ich hier aufgegangen. Oh, eine Novizentunika. Meine Novizentunika. Nein, ich hab sie aufgesammelt. So, dann hab ich, Aber ich hab nicht so viel Spirit. Also das ist ein Hut. Also. Außerdem ist die schlecht. So, dann müssen wir noch da oben, weil der Ausgang ist. Stärke, Geschicklichkeit und Intelligenz, okay. Ich spreche die jetzt auch wieder an mit Stärke, Geschicklichkeit und Intelligenz, weil ich die anderen Wörter nicht lesen kann, weil ich Englisch-Legastheniker bin. Physik, Cunning und Spirit. Habe ich sie sogar schon alle richtig ausgesprochen. Noch ein Ether-Kristall. Ich finde es interessant, dass ich Flashbangs habe und so Schockdinger, die hätte ich eher zum zum Assassinen eingeordnet. Aber das nächste Level skill ich einmal ein Cunning, damit ich mal mein Schwert benutzen kann. Kann ich ein bisschen schneller angreifen. Ja, ich skill dann auch gleich noch einmal mit Cunning. Ne, in Physik, damit ich den Helm benutzen kann. Oder besser gesagt die Helme. Und damit ich auch mal ein bisschen mehr aushalte. Wenn man die Ether-Kristalle kaputt macht, sterben übrigens auch die Zombies, die euch beschworen wurden. Ja, das habe ich eben schon gesehen, zufällig sogar. Und eine Sawblade. Nice. Ein Sawblade. Nutze ich sogar. Nicht mehr Schaden mit. Das ist nice. Hier geht's wahrscheinlich wieder runter, ja, genau. Und dann geht's hier wieder hoch, ja, ja. Also gärtnerisch sehr schön. So was hätte ich gerne im Garten. Hab heute ein Bild auf Nein geht gesehen, da war so ein. Da war so, er hat geschrieben, dass er Gärtner ist und hat da so eine Fernbedienung im Garten gefunden bei seinen Kunden. Kennst du sowas auch? Dass du nur irgendwas umgräbst, dass du deine Fernbedienung da findest? Nein, aber wir haben schon ganz andere Sachen gefunden. Wir haben, als wir einen Garten aufgegraben haben, haben wir eine alte Sega-Konsole gefunden. Oder besser gesagt, den Deckel von einer alten Sega-Konsole. Und zwar von einem portablen Sega. Okay. Ich wusste nicht mal, dass Sega solche Sachen rausgebracht hat. Fand ich schon ziemlich cool, habe ich ein bisschen gefeiert. Aber man findet schon so. Du hast für mich keine Rüstung an. Scrap Metal. Bei mir hast du so. Bei mir hast du keine Rüstung an, da. Du hast einfach gerade. Du bist einfach überkommen. Besser? Jetzt. Ja. Okay, hat nicht geladen. Okay, ich muss noch ein bisschen leveln. Ich level aber gleich auch schon. Alter, wieder. Die machen richtig Schaden, die mit den ganzen scheiß Giftattacken da. Das sind einfach so Tausende, ich bin auch gleich beim Leveln.
Hingelevelt. Ja, ich level jetzt. Also ein Gegner noch. Teilen wir uns die XP wieder, oder? Die XP teilen wir uns, ja. Wie, ich mach Feuerschaden. Ja, jetzt bin ich auch gelevelt. Was, die Hunde spucken Pfeile? Bone, die schießen Pfeile aus ihrem Schwanz. Bin nur hinten so Stacheln nach dem Schwanz, siehst du das? Ja. Dann skill ich nochmal ein bisschen da rein, ein bisschen da rein. Wo jetzt brauche ich eigentlich das Schwert nicht mehr, weil ich habe jetzt... Egal, ich habe trotzdem mal Cunning geskillt. Und dann skill ich nochmal Physik. Dann kann ich mir nämlich die Hose anziehen. Die viel besser ist. Alter. Und den Helm auch. Und ich bin gleich voll übrigens. Mein halbes Inventar ist... ich habe noch mehr als mein halbes Inventar. Ich nicht. Was brauche ich die eigentlich? Ne, das sind zu, das sind denn meine Hosen. Brauchst du 17er Hosen? Ne, ich habe irgendwie 22er. Okay. Mit irgendwelchen Sachen. Plus. Waldmeier, ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir passen hier die ganze Zeit irgendwas. Also die ganze Zeit, ja, links waren ja auch noch voll viele Sachen. Ja, die Gebiete sind riesig. Ja, ich merke das schon. Bin das nicht mehr gewohnt. Also eigentlich sollten wir jetzt auch zurückgehen. Was sollten wir zurückgehen? Ja, wir haben Lust, das machen. Wie macht man das auf L? Ja, du kannst einfach durch meins gehen. Ja, bin ich. Die Kiste da unten, die lädt, finde ich auch super. Hm? Die Kiste, die da unten im Ladescreen ist, finde ich auch super. Eine Kiste? Wo bist du? In Devil's Crossing. Achso, ich bin nach Burial Hill gegangen. Was willst du da? Was nicht? Von da aus weitergehen. The dead attacks have slowed and the numbers are thinning. I take it as a thank you. Deep source. Yep. Bla bla bla. Thank you. Continue. I'll speak to them. Accept. Hier ist eine Quest. Soll ich die annehmen? Ja. Okay. Something for nothing. Wir okay. Verkaufen noch schnell. Kann man mit. Ja, ja. Oh ja. Schleck, schleck, schleck. Schleck, 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 schleck. Ich habe die Bücher verkauft. Gut. Scrap Metal sagt, Scrap nicht so verkaufen, ne? Scrap ist gut, oder? Ja. Soll einer das vielleicht einfach nur tragen? Keine Ahnung, gib halt her. Okay. Der sind davon schon drei Stück. Willst du auch die Ätherkristalle und den Shavering Ember? Hier. Hier. Mein Inventar ist wieder leer und eins. Ja, halt bis auf die Dings hier. Schon. Wir haben hier oben eine Quest. Captain said you're good to go. Don't start any trouble. So. Wir können jetzt auch rein. Hier ist so extra Salz, weil hier keine Dämonen rüberkommen sollen. Ah, ja, ja, ja. Ja, hier ist auch noch eine Quest. Yeah, sorry to bother you. But if you had a tower with Redmire, could you keep an art for my brother? Ja, machen wir natürlich. Was ist das denn für einer? Das ist der Karawanhändler. Und gleich das ganze Karawanenreich frei. Geil. Oh, ich habe ja noch ein paar Items hier in meinem Übergabebereich, merke ich gerade. Soul's Torch, Star Macula Circlet und Nether Crown. Hier kann man wohl zurückskillen, glaube ich. Ja, da kann man zurückskillen. Ich muss mir den Bereich noch kaufen. Hier ist eine Note, willst du die mal lesen? Ich glaube, ich muss hier kurz noch alles einlagern. So. Wo? Unten? Ne, oben. Hier. Ach da, ja. Sammle ich auf. Da. Falls ihr lesen wollt. Könnt ihr anhalten. Gut, wo müssen wir jetzt hin? Überall hin. Okay. Hält Barnab, Moment, da brauchen wir auf jeden Fall Scrap für. Wofür? Weil diese also wir müssen jetzt Kasparov mit seiner Research da helfen und Barnabas mit der Wasserpumpe. Und für die Wasserpumpe brauchen wir Scrap, das weiß ich noch. Wo ist das? Die ist hier, die Wasserpumpe. Yes, where I can find them. I'll get the scrap you needed.
Und 5 ist genau richtig. Sepp. Oh fuck. Moment mal. Okay. Und wie ihr seht, die ist auch wieder repariert, also. Das ist ganz cool. Trink ich erstmal einen Schluck, während er da noch irgendwas rumpimmelt. Mein Handy ist leer. Und da ich gleich weg will, habe ich es jetzt mal schnell angeschlossen. 350 XP, nice. Ah, ich bin schon gleich wieder gelevelt. Hm? Ich bin gleich wieder gelevelt. Ich bin auch fast schon. Dawnblade erinnert mich übrigens auch an, an Borderlands. Ja, ein bisschen. Weil die Psychos da eine Saw-X haben. Was haben wir noch für Quests? Ach, hier müssen wir noch unten, aber wir erstmal mit Kasper. Moment. Ich folge ihm jetzt einfach, weil ich echt keine Ahnung, ich habe nur 26 FPS. Ich hab 30. The Captain tell you to speak. Ja, where can I find them? I'll bring them back. Slay Villa of the Corruptor. And not a drop to drink. Guck mal kurz auf die Karte, was ist denn das hier für eine Quest? Helping out. Do not drop a drink. Da müssen wir jetzt hier in den Keller rein. Keller? Ach da. Sind wir unter der Stadt. Richtig cool. Also vom Setting her ist es richtig geil. Blut. Du hast hier keine Hose bei mir an, geil. Ja, hab mich auch gerade umgezogen. Bin gelevelt. Oh, da stehst du doch drauf. Ja, also Menschen ohne irgendwelchen Unter- und ohne Unterköpfen, die geil. So. Besser? Ja. Gut. So, jetzt kann ich nochmal schnell skillen. Hier ein Punkt rein und. Oh, jetzt hab ich ja mehr. Physical Health, TBS and Health Drops below. Oder far from beating you as a submission. Bin auch gelevelt. This thing, the enemy blows, draws your anger instead adding the force to your attacks. Dann skill ich das und das. Und das ist, wenn ich weniger Leben habe und hier kriege ich dann einfach mehr. Mehr Physik und mehr Health und hier kriege ich dann kann ich in Rage geraten. So. Alter, wie viele Punkte haben wir jetzt? Wie, was meinst du? Ja, ich hatte gerade irgendwie 6 Punkte oder so. Da hast du einmal nicht geskillt. Oh, oh, ups. Dann gehen wir jetzt erstmal wieder auf Cunning. Und nicht auf Spirit. Und nicht auf. Bisher noch keinen Scheiß, der sich wieder auflädt. Das finde ich sehr gut. Also mein Stun lädt sich auf und seine Stun-Jackets eigentlich auch. Nein, die sind automatisch wieder aufgeladen. Also die sind immer aufgeladen. Oder? Warte mal, ich probier's mal aus. Ja, die laden sich aber ultra schnell wieder auf, Alter. Mhm. Food-Ration. Bist du eigentlich? Ja, Food-Ration, okay. Das lädt da, das zum Beispiel lädt deine Dings da unten auf. Das ist deine goldene Leiste beim Leben. Okay. Also ist das sozusagen Hungerbalken. Ja. Like, anyone cares. Rotting Soldiers Lane 1.15. Da hab ich richtig lange gebraucht, um die Quest fertig zu machen, weil das sind einfach so Gegner, die können spawnen, aber die haben jetzt keinen festen Punkt, also das sind einfach so eine größere Version von den normalen Gegnern. Was meinst du, da brauchen wir auch noch lange zu? Weiß ich nicht, also. Das habe ich ziemlich schnell gefunden. Also ich hab ein, zwei, also ich hab dann, bin dann in so einen Dungeon reingegangen und dann bin ich glaube ich nochmal rausgegangen. Also da ich glaube das Spiel beendet und nochmal reingehen danach. Burning Dead. Oh, die sind da oben. Ah, ich finde das auch cool mit diesen Etagen. Das fand ich schon bei Sacred, das ist eher bei Sacred gab es das ja, aber da war das nicht so cool. Bei Titan Quest gab es das auch nur zweimal oder so. Das war schon ziemlich cool immer. Das ist hier halt noch geiler umgesetzt. Ja, man hätte jetzt zum Beispiel auch hier rumgehen können, weil ich war ja zuerst hier oben, als du da in die andere Richtung gelaufen bist. Ich finde auch die Grafik ist ordentlich nochmal ein- und draufgesetzt worden seit Titan Quest. Ja. Sieht also auf jeden Fall die Lichteffekte und alles. Ja. Oh, da unten liegen Iron Bits. Auf Z kann man immer seine Dings ändern und ich habe eine goldene Hose. Die Magic Heavy Armor. Heavy Armor ist gut für mich vor allen Dingen, weil ich soll ja tanky gehen. Sie, pflegen.
Und das ist jetzt auch unser Timer, merke ich gerade. Ich sehe es auch gerade. Dann würde ich sagen, wir verstecken uns hier nochmal irgendwie und hoffen, dass wir nicht sterben. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Rein, ciao. Tschüss.